Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Nachrichten und Sport in Sat.1. Neue Hoffnung für eine friedliche Lösung des Golfkonfliktes. UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar will am Samstag bei seinem Gespräch in Bagdad Saddam Hussein anbieten, Kuwait unter Aufsicht einer UNO-Friedenstruppe zu stellen, sobald die Iraker das Land geräumt haben. Auch beim Neujahrsempfang für das diplomatische Korps bei Bundespräsident Richard von Weizsäcker war die Golfkrise das beherrschende Thema. Wenn es zum Krieg am Golf kommt, dann könnte auch der Finanzplan für 1991 von Bundesfinanzminister Theo Weigel ins Wanken geraten. Die Bundesregierung, so war heute zu hören, rechnet im Ernstfall mit zweistelligen Milliardenbeträgen, die dann auf sie zukommen könnten. Aber auch sonst wird es schwer sein, die Vorgaben einzuhalten. Die Bundestagsfraktion der CSU hat sich heute von der Hektik des Bonner Alltages für kurze Zeit verabschiedet und ist in die Berge gereist. Mit einem Gottesdienst eröffneten die christsozialen Politiker in Wildbad Kreuth unweit vom Tegernsee ihre traditionelle Klausurtagung. Dabei geht es in erster Linie darum, wie die CSU die Politik der 12. Legislaturperiode mitgestalten wird. Ein Bericht von Martin Pendel.